Hallo, hallo, mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser Folge spreche ich darüber, warum Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsentwicklung nicht für jeder Mann oder jede Frau etwas ist. Let's go! Es ist ja so, du kennst das sicher oder vielleicht erinnerst du dich noch, als du selber ein Kind warst, dass du zwischendrin ja Wachstumsschübe gemacht hast und Wachstum bedeutet immer auch Schmerzen. Ja, also dass dir irgendwas wehtut oder spätestens beim Sport, wenn man sich dehnt, wenn man sich irgendwie streckt, irgendwo zwickt es immer irgendwo, ja, schiebt es einen so nach oben, also bezogen aufs Wachstum meine ich, oder wenn du Kinder hast oder jemanden kennst, der Kinder hat, dann wirst du das schon mal beobachtet haben, dass Wachstum immer auch irgendwie mit Unbequemlichkeit verbunden ist. Ja, also du kannst nicht einfach wachsen und ja, es ist immer super gemütlich und super befriedigend und super Happy Times, ja, sondern es ist immer auch mit Schmerz verbunden, mit Anstrengung, dass man eben, ja, Kleidung entwächst, auch alten Mindsets entwächst. Und so ist es eigentlich, oder ja, nicht nur eigentlich, auch uneigentlich, auch in der Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, im Folgenden werde ich einfach ein bisschen keck darüber sprechen. Let's go. Also, wenn du dich mit Bewusstseinserweiterung anfängst auseinanderzusetzen und anfängst dich selbst zu beobachten, deine Gedanken zu beobachten, das zu beobachten und zu reflektieren, was du den ganzen Tag denkst und tust und sagst und machst oder auch nicht machst und nicht denkst und nicht fühlst. Ja, es geht ja nicht nur immer darum, was man eben denkt und tut und fühlt, sondern auch um das, was man eben nicht denkt und nicht tut und nicht fühlt. Und wenn man das dann beobachtet und mit der Zeit so seine eigenen Muster herausfindet, ja, Stichwort Shadowwork, dass man einfach so mit sich selber, ja, ins Gespräch kommt, sag ich mal, in sich tief hineingeht und sich kennenlernt im Innersten, dann wird man erstmal ein bisschen erschrocken sein. Also so war es zum Beispiel bei mir, ja, weil ich habe immer gedacht, ich kenne mich in- und auswendig, ich meine, ich lebe ja in mir, also dachte ich, werde ich mich schon irgendwie kennen. Und das war ja auch so, bis zu einem gewissen, wie sage ich, bis zu einer gewissen, ja, was ist da das richtige Wort, Schale, wie so eine Zwiebel, ja, du dringst mit der Zeit, je bewusster du wirst, je mehr du dich mit Bewusstseinserweiterung auseinandersetzt, desto mehr dringst du eben in die nächste Schicht in dich oder in dir ein. Ich glaube, das trifft es am besten. Und immer wenn du denkst, okay, jetzt habe ich alles gecheckt, jetzt habe ich mein Leben gecheckt, jetzt habe ich mich gecheckt, jetzt habe ich ja meinen Auftrag hier gecheckt, was ich hier überhaupt mache, was ich soll auf der Welt und meine ganze Identität, was mich ausmacht, was wirklich, was ich bin, was ich mir nicht nur angeeignet habe, vielleicht im Laufe der Jahre in einem bestimmten Umfeld oder was mir antrainiert, ankonditioniert wurde durch die Gesellschaft, durch die Medien, durch meine Eltern, durch meine Bezugspersonen, Lehrkräfte, ja, mein Umfeld, Freunde und so weiter, ja, wenn du das alles irgendwann checkst und auseinanderbaldoverst und peilst, okay, das gehört nicht zu mir, das habe ich mir angeeignet, um da und da irgendwie klarzukommen oder das wurde mir eben übergestülpt im Rahmen von Sozialisationsprozessen, ja, also Power of Let Go ist so das Stichwort, du fängst an, loszulassen, also viele denken ja, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, du musst dauernd irgendwas dir aneignen, Neues lernen und dazu lernen und trainieren und dich weiterbilden und zu einem gewissen Grad stimmt es auch, aber in der Tiefe ist es tatsächlich eher umgekehrt, dass du anfängst, die Dinge wegzulassen, ja, dass du anfängst, Gedanken wegzulassen, dass du anfängst, schlechte Laune wegzulassen, weil irgendwas nicht so läuft, wie du willst, dass du anfängst, ja, Verhaltensweisen einfach loszulassen, Erwartungen an bestimmte Menschen, auch alte Gefühle, die damit eventuell einhergehen, ja, Enttäuschungen und ach, dieses Leben, ja, es bringt so viel Drama und man fängt dann an, all das loszulassen, aber, und hier kommen wir wieder zu diesen Wachstumsschmerzen, ja, die gibt es eben nicht nur körperlich bei Kindern und Teenagern, sondern auch ja, in diesem mentalen Bereich, also dass du einfach merkst, oh shit, das tut weh, das irgendwie loszulassen, weil das war mal so deine Identität, ja, Stichwort Identity Shifting, du willst es nicht loslassen, also irgendwie ja schon, aber du merkst, wenn du es loslässt oder ja, eine andere Verhaltensweise zum Beispiel dir aneignen möchtest oder einen anderen Gedanken öfter denken möchtest, oder ja, einfach deine Gefühle anfängst zu kontrollieren und zu gucken, hey, was fühle ich da, was bringe ich zum Ausdruck, bringe ich überhaupt was zum Ausdruck, ja. Diese Entwicklung, die dir in dir stattfindet, das sieht dir ja keiner an, ja. Das sieht dir keiner an, ob du gerade dich beobachtest, ob du dich reflektierst, ob du dich analysierst, ob du ja irgendwie weiterkommen willst mit dir selber, um eben, ja, der Mensch zu werden, der oder ja, das zu werden, was du eigentlich im tiefsten Inneren schon bist, aber eben durch die ganzen
Konditionierungen und Aneignungen, dass das so begraben wurde, sage ich mal, ja. Und diese Wachstumsschmerzen, die sind wirklich nicht ohne. Also die darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Und drum kannst du auch nicht Persönlichkeit, ja, deine Persönlichkeit in dem Sinne entwickeln. Ja, also das bedeutet ja schon, dass da irgendwas verwickelt ist und deswegen musst du es jetzt entwickeln, also sozusagen zurückwickeln. Und viele Menschen denken dann, ja, dann lese ich halt ein Buch und Mindset und bla bla bla. Aber Mindset ist auch so ein inflationärer Begriff heutzutage. Und ja, du kannst nicht einfach zu irgendeinem Seminar gehen und da irgendwie rumrufen, dass du dich jetzt mehr liebst oder dass du jetzt anders bist oder keine Ahnung, das funktioniert nicht. Ja, sondern echtes Wachstum, inneres Wachstum hat auch immer zur Folge, dass du, wie gesagt, dein altes Ich loslässt, alte Gewohnheiten, alte Denkweisen, alte Denkmuster, alte Verhaltensmuster, auch alte Gefühlsmuster. Und das ist nicht so leicht, wie man denkt. Und das ist so paradox, weil das, was man sich aneignen möchte, das, was man loslassen möchte, ist ja in dem Sinne schädlich. Und das, was man stattdessen haben möchte, ist ja nützlicher und produktiver und besser und gesünder und alles, ja. Und trotzdem fällt es so schwer. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ja, weil eigentlich müsste man doch immer das tun, was besser für einen ist. Aber oft tun wir dann doch Dinge oder fallen wir in alte Verhaltensmuster rein, obwohl wir wissen, dass sie uns schädigen oder dass ja, wir gar nicht mehr so handeln, reagieren wollen, wie auch immer. Und trotzdem tun wir es immer und immer wieder. Und das ist eben dieser innere Wachstumsschmerz, weil du dich natürlich auch immer wieder mit deinem eigenen Scheitern konfrontiert siehst, dass du immer wieder merkst, also ich habe das bei mir festgestellt, dass es Limits gibt, wo ich immer wieder hinknalle und die ich gerne trotzdem noch, also ich gebe die ja nicht auf, aber wo ich einfach immer wieder merke, okay, das ist echt nichts, was man über Nacht machen kann. Du kannst nicht über Nacht irgendwie so, Mindset, und Persönlichkeit, ja, sondern du merkst dann, oder zum Beispiel bei mir, man kommt dann doch mal heim und sagt sich so, ich war doch nicht so, wie ich sein wollte, aber ich habe es irgendwie wieder verkackt. Ja, oder nicht komplett, aber vielleicht in einzelnen Situationen habe ich doch nicht so gehandelt oder gedacht, wie ich eigentlich vorhatte. Und jetzt kommt aber der Clou. Es bringt ja nichts, sich selber zu verurteilen und fertig zu machen. Es geht immer darum, dass man sich reflektiert und weiter an sich arbeitet und ja, sich auch, also ehrlich mit sich ist. Man kann, wenn man sich jetzt irgendwie selber belügt oder Dinge schönredet, dann bringt das nichts, ja, dann entwickelst du dich nicht weiter, das ist dann keine Bewusstseinserweiterung, sondern wenn man ehrlich zu sich sagt, okay, so und so war's, so und so war die Situation, so und so habe ich gehandelt, das war nicht das Optimale, was ich eigentlich vorhatte, aber aufgrund dessen und dessen habe ich mich dann doch wieder verleiten lassen oder bin in alte Muster gefallen, wie auch immer, alte Denkmuster, einfach weil es bequemer ist, ja, stell dir, wie gesagt, vor im Gehirn, ich hatte dazu auch schon einige YouTube-Folgen aufgenommen, wenn du einen Gedanken immer wieder denkst, dann ist das wie eine Autobahn im Gehirn. Ja, zack, der Gedanke denkt sich sehr schnell. Und wenn du neue Gedanken lernen willst, neue Gedanken denken möchtest, dann sind es erstmal so Trampelpfade. Und bis die wirklich breit getreten und eine Autobahn sind, dauert es. Ja, wie gesagt, es geht nicht über Nacht. Und deswegen, ehrlich zu sich sein ist so mit das Wichtigste, dass man immer wieder sich selber reflektiert. Ey, ich stehe so oft vorm Spiegel und gucke mich an und frage mich, wer bist du? Ja, was machst du? Ich schaue mir in die Augen und denke mir, ey, was ist das? Was machst du da? Was sagst du da? Was denkst du da? Ja, hör auf damit. Oder mach das und das. Ja, und ich nehme es mir vor. Und Dinge gelingen auf jeden Fall, aber manche auch nicht. Und es ist halt ein ewiger Prozess. Also diese Perfektion in dem Sinne gibt es ja nicht. Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass man Bewusstsein, wie soll ich sagen, standardisieren kann zu einem neuen, ein bestimmtes Bewusstseinslevel zu einem neuen Standard kreieren kann, wenn man dranbleibt. Und das meine ich eben. Du hast Wachstumsschmerzen, mentale Schmerzen, nenn's wie du willst, weil du immer wieder checkst, okay, ich bin da vielleicht doch irgendwie nicht so gewesen, wie ich wollte, oder ich habe doch nicht das getan, was ich eigentlich mir vorgenommen habe, oder nicht in dem Ausmaß oder nicht mit der Intensität. Ja, dass man sich Sachen vornimmt und dann doch nicht hinkriegt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Grundpfeiler im Rahmen dieser Bewusstseinserweiterung und Persönlichkeitsentwicklung, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man mit Scheitern umgeht. Weil das heißt ja nicht, dass man versagt, aber oft hält man sich dann ja für einen Versager oder dieser innere Kritiker, der immer sagt, was machst du da? Du könntest was ganz anderes jetzt tun oder denken. Und also ich persönlich bin auch sehr streng mit mir geworden im Laufe der Zeit. Manche sagen zu streng,
aber ich finde noch nicht streng genug, weil ich eben klare Ziele vor Augen habe und die kann man nur erreichen, wenn man diszipliniert ist. Und Disziplin darfst du nicht nur assoziieren jetzt mit dem Körper. Ja, ich glaube, die meisten Menschen denken immer, Disziplin heißt, ja, du gehst zum Sport oder so, aber es geht hier auch um eine mentale Disziplin, ja, dass man guckt, okay, welche Gedanken erlaube ich und welche nicht, welche Folgen hat welcher Gedanke, aha, und das dann nochmal im Detail aufschlüsseln für sich, aha, das und das habe ich gedacht, aha, dann habe ich das und das gemacht und eigentlich wollte ich doch noch so und so, ja, und dann zack, 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 und dann kann man sich selber pushen und es geht aber, das möchte ich betonen, nicht um Selbstverurteilung oder dass man sich selber fertig macht und enttäuscht von sich ist, natürlich ist man das zwischendrin, ja, weil man will immer besser sein eigentlich, also ich zumindest und die Menschen, die ich erreichen möchte, ja, logischerweise dann auch, sonst würden sie mir ja nicht zuhören, ja, oder mit mir arbeiten und mit mir schreiben und sprechen und so weiter und so fort, ja, weil du willst ja besser sein für deine Kinder, für deinen Partner, für deine Neffen, Nichten, deine Nachbarn, dein Arbeitsumfeld, ja, du willst dich ja einbringen und dann merkst du aber doch wieder, irgendwie war es doch nicht so, wie ich dachte oder irgendwie, ich weiß nicht, komisch alles so, komisch, ja. Und das ist dann natürlich frustrierend, aber man darf in dieser Frustration nicht stecken bleiben, ja. Auch da gilt es wieder Energy Shifting. Ganz klar, wie gesagt, sachlich, ehrlich zu sich sein. Okay, das und das wollte ich, das und das habe ich dann doch nicht gemacht oder falsch gemacht oder ja, nicht so, wie ich es vorhatte oder ich habe es in Anführungsstrichen richtig gemacht, aber es hat dann nicht zu dem Ziel geführt, was ich eigentlich dachte, wohin es führt, ja, nicht zu dem Ergebnis. Okay, und dann schlüsselt man das wieder auf. Und das ist wirklich eine krasse innere Arbeit. Also das ist nichts, wo man sich jetzt mal 10 Minuten hinhockt und so, du, okay, jetzt bin ich hier in meinem Mindset-Modus und bla bla bla, sondern das ist wirklich so ein 24-7-Ding, ja. Also ich schreibe jeden Tag, schreibe ich mir so viel zusammen und reflektiere und einfach, dass ich besser werde. Ich will immer, immer besser werden. Das ist meine innerste, wie soll ich sagen, mein tiefster Wunsch, immer morgen besser zu sein als gestern. Oder umgekehrt, also morgen besser als heute, heute besser als gestern. Und ja, da sind natürlich auch die Kriterien nicht immer so leicht zu finden, ja, weil man kann nicht sagen, so, das und das und das wurde erfüllt, dann passt alles und ansonsten nicht, ja. Also das geht auch nicht. Und das ist gerade das Schwierige. Und es ist immer irgendwie mit diesen mentalen, ich nenne es eben jetzt mentale Wachstumsschmerzen, ja, mit diesen mentalen Wachstumsschmerzen ist das verbunden. Du kannst nicht einfach irgendwie ein Mindset aufbauen und deine Persönlichkeit weiterbilden, indem du ein paar Bücher liest und ein bisschen was auf YouTube über Mindset hörst oder schaust. Ja, also auch alles, was ich hier hochlade, das sind ja immer nur so Denkanstöße, Impulse. Die innere Arbeit geht ja dann erst richtig los, wenn man dann loslegt, weißt du? Das ist nicht einfach, dass man hier ein bisschen was über Mindset sich reinzieht und dann ist man irgendwie auf so einem anderen Level, sondern diese ganze Auseinandersetzung mit dem eigenen Mindset, mit den eigenen Gedanken, mit der eigenen Persönlichkeit, die endet ja nicht, wenn du dann was zu Ende gelesen hast oder zu Ende gehört hast oder zu Ende geschaut hast, sondern dann geht es erst richtig los, weil dann geht es darum, die ganze Theorie in die Praxis umzusetzen. Und das ist für mich manchmal immer noch, aber Gott sei Dank wohlgemerkt, eine Herausforderung. Und hier, wie gesagt, kommt dieser Energy Shift. Man ist an einem gewissen Punkt, wo man sagt, okay, das frustriert einen oder man würde irgendwas ändern gerne in der Welt und irgendwie man kommt halt an die Limits und merkt, man kann es nicht ändern, weil so viel in diesem System kaputt ist und man einfach nicht den Einfluss nehmen kann, den man gern möchte. Und das bringt mich sehr oft zur Verzweiflung, aber ich weiß, dass diese Verzweiflung, dass das nicht eben, wie soll ich sagen, der Bleibepunkt sein darf und auch niemals bei mir sein wird, ja, sondern ich nehme all diese Frustration, die ich von diesem System ziehe und auch diese, ja, Verzweiflung eben, dass die Dinge so sind, wie sie sind, daraus nehme ich meine Motivation, das treibt mich an, dass ich dann merke, okay, Energy Shift, ja, also Frustration, Enttäuschung, recht niedrig frequentiert, okay, da ist trotzdem Energie drin, ja, das zusammengerollt, wie so ein Schneeball, wenn man den weiterrollt und weiter, wird er fetter und fetter und fetter, größer und größer, rollt schneller und schneller, ja, bam. Diese Energie kann man sinnvoll nutzen, um eben produktiv zu werden, um an sich zu arbeiten. Und ja, man muss ja immer in sich selber anfangen und dann strahlt man das nach außen. Und ja, kein Mensch ist perfekt, aber man kann trotzdem immer wieder auf neues Level versuchen zu kommen. Manchmal macht man Rückschritte, aber auch nur, weil man dann halt wieder Anlauf nimmt. Also Scheitern in dem Sinne gibt's nicht, sondern nur, wenn man eben sagt, okay, jetzt entwickle ich mich nicht mehr weiter, jetzt bleibe ich wie so eine
am Möbel einfach so, flow ich so durchs Meer und mach gar nichts so ungefähr, ja, so einzellermäßig, sondern wirklich immer so bam, bam, bam. Warte nicht drauf, dass das Leben die Aufgaben gibt, sondern stell dir immer wieder selber welche und versuch zu wachsen. Und wenn es zu lange zu bequem ist, glaub mir, dann kommt ein Crash. Weil so gesunde Wachstumsschmerzen, ja, wie gesagt, sind gesund, das gehört dazu. Zum Wachsen gehört es, unbequem mal zu sein, seine Komfortzone zu verlassen, auch mental. Ja? Also nicht immer denken hier, ich rede irgendwie vom Körperlichen. Ich bin eigentlich mehr in dieser mentalen Schiene unterwegs. Klar, der Körper gehört dazu, ja, weil wenn du deinen Körper kontrollieren kannst, dann zeigt es dir, aha, da oben kann ich auch was machen. Ja, weil das bedingt sich gegenseitig. Gesunder Körper, gesunder Geist und umgekehrt. Du weißt. Aber, wie gesagt, man muss da wirklich arbeiten. Das ist nichts, was man dem Zufall überlassen kann. Das ist nichts, was einfach so tschuppi-tschu. Ja, vielleicht, wenn man dann diesen neuen Standard hat, dann ist das wieder so eine Routine. Aber dann kommt ja schon wieder das nächste Level, verstehst du? Und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Man kann nicht stehen bleiben, weil wenn man stehen bleibt, ist man automatisch in der Abwärtsspirale. Und du weißt, wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst hier auf YouTube, Abwärtsspirale ist immer sterben, sterben ist tot. Ja, drum immer gucken, okay, neue Ziele setzen, aber nicht im Sinne von Optimierungswahn, sondern einfach zu gucken, hey, wie kann ich noch besser sein, indem ich eben Sachen weglasse. Du musst dir nicht tausend Sachen aneignen, du musst nicht in allen Dingen Bescheid wissen, ey. Heutzutage jeder hat zu irgendwas oder zu allem irgendwie eine Meinung und ich sag ehrlich, ich habe in vielen Dingen überhaupt keinen Plan. Ich habe bei manchen Sachen eine Meinung oder eine Haltung, aber bei vielen Sachen, ich kann nicht mitreden, ja, weil ich check's nicht oder es ist einfach nicht meine Nische, ja. Drum, ja, jeder muss irgendwie so vor seiner Tür kehren und ja, das ist einfach so eine ewige Aufgabe, so ein ewiger Flow und mentale Wachstumsschmerzen darf man eben auch so gemäß dem neurolinguistischen Programmieren nicht negativ einordnen. Ja? Also nicht denken, oh nein, irgendwas tut mir weh, dann mache ich es mal nicht. Oh nein, das fühlt sich ungewohnt an, dann mache ich es mal nicht. Oh nein, das fühlt sich nicht nach mir an, das fühlt sich unnatürlich an, dann mache ich es nicht. Ja? Sondern dann erst recht, weil du dann merkst, okay, ich komme hinter meine Muster, ah, ich komme hinter meine Glaubensmuster, meine Glaubenssätze, ah, ich komme hinter mein altes Mindset, ah. Und das fühlt sich am Anfang immer krass unbequem an, das tut immer weh, das sind voll die Qualen teilweise, ja, weil du denkst, ey, ich habe doch immer so gedacht und immer so gehandelt und immer so gefühlt, jetzt soll es anders sein, das fühlt sich falsch an. Und das ist das Paradoxe, am Anfang fühlt sich das Richtige falsch an. Lass dir da von deinem Kopf keine, ja, Sperenzchen reinsetzen, keine Faxen machen da oben, sondern einfach ignorieren und sagen, ja, ich weiß, fühlt sich falsch an oder fühlt sich komisch an, fühlt sich nicht nach mir an, fühlt sich unnatürlich an, bam, ich mach's trotzdem, ja, weil ich eben weitergehe, weil ich eben auf dieses nächste Level kommen möchte. Und das ist, wie gesagt, etwas, woran man dranbleiben muss. Du brauchst Hartnäckigkeit, du brauchst Kontinuität, du musst Rückschläge umframen, ja, zu sagen, okay, hat wieder da und da nicht geklappt, woran lag's? Was genau ist vorgefallen, was habe ich zugelassen, aha, okay, ich mache es beim nächsten Mal besser. Und alles protokollieren, alles aufschreiben, ey, wenn ihr wüsstet, wie viele ich aufschreibe, immer wieder Situation, bam, bam, bam. Also wirklich so reinzoome, so wirklich so, als würde ich in meinen Kopf, wenn man einen Gedanken irgendwie fassen könnte, bildlich, ja, dann bin ich voll in dem Picture drin. Und dann zoome ich wieder raus, Big Picture und gucke, okay, was macht sie, die Deborah Fleischmann, wohin geht sie, was sagt sie, was tut sie? Was denkt sie? Was macht sie? Bam, bam, bam. Und dann float es mit der Zeit. Aber, wie gesagt, Wachstumsschmerzen gehören dazu. Drum, wenn du irgendwas verändern willst in deinem Leben und es sich komisch anfühlt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ja, weil der Körper wächst durch Wachstumsschmerzen. Ja, die Schuhe passen irgendwann nicht mehr, du musst sie weggeben. Die Jacke passt irgendwann nicht mehr, du musst sie weggeben. Du brauchst was Neues. Du kannst es nicht mehr tragen, du passt nicht mehr rein. Ja, das sind ein paar Nummern größer jetzt. Und genauso ist es mental auch. Ja, und man fängt einfach am besten damit an, indem man loslässt. Ich dachte am Anfang auch immer aneignen, aneignen, wissen, 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 bam, bam, bam. Mir voll Wissen reingeballert, bam, bam, bam. Ich habe gar nicht mehr aufgehört, ich war und bin immer noch süchtig. Ich liebe es auch, ja, ich bin neugierig, ich will alles aufsaugen wie ein Schwamm. Trotzdem weiß ich, ja, mein Kopf hat nicht die Kapazität und ich habe auch nicht die Lebenszeit für alles Wissen der Welt und Wissen ohne Praxis bringt auch nichts, aber prinzipiell bin ich eben ein sehr neugieriger Mensch und immer so bam, 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 ja. Und manchmal ist das vielleicht auch ein bisschen too much, aber auch das ist etwas, woran ich noch arbeite. Und ja, aber lass dir auf jeden Fall, ja,
nichts einreden von deinem Kopf, wenn der sagt, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich ungewohnt an, dann lassen wir es besser. Nein, 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 nein. Zieh mal durch 30 Tage und dann guck, wie es danach ist. Ja? In diesem Sinne also wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Ignorieren von bisherigen Glaubensmustern und Verhaltensweisen und auch von diesem inneren Kritiker, der dir immer was zu meckern hat. Ja, weil Rückschläge sind immer nur, wie soll ich sagen, die ebnen immer nur den Weg für den nächsten Sprung. So, du nimmst nur Anlauf, du gehst mal zurück, sagst okay, okay und dann bam, springst du so drüber. Das ist das Mindset. Keep it in the villa. Ciao.